Der erste und einer der wichtigsten Schritte ist, sich zu überlegen, wer sind denn meine Zielkunden? Gibt es die tatsächlich? Sind die auch bereit, für die Leistung, die ich anbieten möchte, zu bezahlen? Und dazu sollte man nicht nur sich selbst Gedanken machen, sondern man sollte zu uns in den GründerCube kommen oder an jeder Hochschule gibt es Einrichtungen, die beratend kostenfrei zur Verfügung stehen und als Sparingspartner Ideen prüfen können. Eine gute Idee, ein Serienentrepreneur hat das mal das Mutterprinzip genannt, ist, wenn er eine neue Idee hat, geht er erstmal zu seiner Mutter und fragt sie, was sie denn davon hält. Der Hintergrund ist, wenn wir vertraute, uns bekannte Persönlichkeiten ansprechen, die keinen Bezug zu diesem Thema haben, dann können die eigentlich relativ gut beurteilen, trotz allem, ob das eine gute Idee ist oder eine Idee, für die es eigentlich keine Zielgruppen gibt. Also wenn Dritte dann der Ansicht sind, dass diese Idee potenzialträchtig ist, dann muss man sich überlegen, was ist denn an meiner Idee wirklich besser als an anderen Ideen. Normalerweise werden ja schon alle Bedürfnisse auf irgendeine Art und Weise befriedigt und ich muss etwas haben, was entweder sehr innovativ ist, absolut neu, besser kopiert oder spezialisierter. Sonst wird es, wie gesagt, schwierig, sich im Wettbewerb durchzusetzen. Die nächste Frage, die ich beantworten sollte, ist, was ist an meiner Idee innovativer, neuer, besser als an bisherigen Lösungen, die meine Zielgruppe in Anspruch nehmen kann? Nur wenn es wirklich was Innovatives ist, was Neues, was Spezialisierteres oder besser Kopiertes, dann kann ich mit meiner Idee erfolgreich sein. Es gibt natürlich Beispiele in der Praxis, wo einfach Ideen aus Amerika in Deutschland 1:1 kopiert werden und erfolgreich sind. Das ist also auch möglich, aber in der Regel muss mein Leistungsangebot, Produkt und oder Dienstleistung einfach besser sein. Die dritte Frage, die es zu beantworten gilt, ist, was für ein Typ bin ich eigentlich? Bin ich jemand, der alleine gründet, besser alleine gründet oder bin ich teamfähig? Kann ich im Team arbeiten oder brauche ich natürlich auch ein Team für meine Gründung? Hängt natürlich auch ein bisschen von der Gründungsidee ab, aber grundsätzlich erstmal die erste Frage, will ich es alleine machen oder im Team? Wenn im Team, dann muss ich die richtigen Persönlichkeiten finden, die mich und meine Idee voranbringen wollen. Die Chemie muss stimmen und man sollte auf ein ausgewogenes Verhältnis achten. Also nicht jetzt gerade bei Studierenden ist es oft so, Studierende aus einem Studiengang haben eine Idee, ja, und alle fünf wollen dann ein Unternehmen gründen. Das ist natürlich schwierig, wenn alle die gleichen Qualifikationen und Kompetenzen haben. Ganz entscheidend ist auch die Beantwortung der Frage, was ist eigentlich der Kundennutzen, den ich meinen Kunden stiften kann. Hier sollte ich mir überlegen, in den betriebswirtschaftlichen Optimierungskriterien Kosten, Qualität, Zeit, was ist denn besser? Also schaffe ich meinen Kunden die Möglichkeit, Kosten einzusparen? Schaffe ich meinen Kunden die Möglichkeit, Zeit einzusparen oder ist die Qualität höher? Oder ist die Qualität deutlich höher, aber die zeitlichen Aspekte etwas schlechter? Das muss man dann eben insgesamt bewerten, ganzheitlich bewerten, den Kunden nutzen. Und wenn hier ich oder das Team zu einem Ergebnis komme, der Kundennutzen ist vorhanden, dann kann ich mir auch überlegen, wer sind natürlich die Kunden, die davon Nutzen haben und wie viel wäre es dem Kunden denn wert, dafür zu bezahlen. Denn nur wenn der Kunde einen faktischen, effektiven Nutzen hat, wird auch bereit sein, dafür für die Leistung einen Preis zu bezahlen. Als letztes sollte man sich überlegen, was sind denn meine Kernkompetenzen? Worin bin ich wirklich gut? Ja, was sind meine Neigungen? Wenn ich ein total introvertierter Typ bin, sollte ich keine Kommunikationsagentur aufmachen. Macht wenig Sinn. Und wenn ich ein Team habe, dann sollte ich mir die entsprechenden Teamergänzungen suchen, die eben Kernkompetenzen, die mir fehlen, dass die sie besitzen. Und dann kann ich ein schlagkräftiges Team aufbauen, um eine Idee zu realisieren. Oder ich kann alleine mit den entsprechenden Kernkompetenzen natürlich auch eine entsprechende Idee voranbringen. Man sagt immer, dass ein gutes Team auch schlechte Ideen entwickeln kann. Ein schlechtes Team gute Ideen, aber nicht wirklich zum Erfolg führen kann.
entscheidend ist wirklich der Faktor Mensch im Team oder als Einzelperson, das entscheidet. Einer der wichtigsten ist zunächst die Motivation, Unternehmer oder Unternehmerin sein zu wollen. Ja, wenn ich eine Thanks God It's Friday-Mentalität habe, ne, und froh bin, wenn Freitag um 12 meine Schicht zu Ende ist, dann sollte ich nicht unbedingt den Gedanken verfolgen, unternehmerisch denken und handeln tätig zu werden. Auch wenn ich eine Vollkasko-Mentalität habe, alle möglichen Risiken absichern will, macht das natürlich keinen Sinn. Ich muss die Motivation haben, Unternehmer oder Unternehmerin sein zu wollen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass ich eine Vision entwickeln sollte. Visionen sind eine Art Zugspunkt in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Ich überlege mir heute, welche Entscheidungen muss ich treffen, um in 5 oder in 10 Jahren diesen Bezugspunkt erreichen zu können. Werner von Siemens hat mal gesagt, ich will die Welt verkabeln, seine Vision. Natürlich hat er nicht die Welt verkabelt, aber doch ein sehr, sehr großes Unternehmen aus dieser Vision entstehen lassen. Menschen brauchen Visionen, Unternehmen brauchen Visionen, um entscheiden zu können, wie muss meine Entscheidung heute aussehen, damit ich eben diese Vision in der Zukunft erreichen kann, auch wenn die Vision kein Ziel ist und nicht mit der Mission zu verwechseln ist. Dritter Aspekt ist, dass ich auf ein entsprechendes Netzwerk Acht geben sollte oder Wert legen sollte. Wie als Student auch, wenn ich eine Vorlesung verpasse, wenn ich nicht einen Prüfer nicht kenne, welche Fragen er stellt, dann brauche ich immer ein gutes Netzwerk oder eine gute Fachschaft, die mir sagt oder die Informationen eben zur Verfügung stellt. Als Unternehmer oder Unternehmerin brauche ich auch ein sehr gutes Netzwerk zu Steuerberatern, Unternehmensberatern, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, um möglichst schnell die Fragen, die sich unweigerlich ergeben im Gründungsprozess und danach beantworten zu können. Der vierte Aspekt ist, dass ich überlege, welches ist das richtige Team für diese Gründung. Denn innerhalb des Teams muss die Chemie stimmen. Wie schon gesagt, ein gutes Team kann schlechte Ideen voranbringen. Ein schlechtes Team kann aber keine guten Ideen in der Regel zum Erfolg bringen. Fünfter und letzter wesentlicher Aspekt ist auch, dass ich tatsächlich einen Businessplan erstelle. Auch wenn ich vorher mit einem Geschäftsmodell gearbeitet habe, Business Model Canvas kann man natürlich machen, um erste Ideen zu entwickeln, zu prüfen, so eine Art Prototyp zu testen. Aber dann sollte ich tatsächlich einen Businessplan schreiben und wissenschaftliche Studien zeigen, dass diejenigen Gründungen, die einen vollständigen Businessplan geschrieben haben, eher erfolgreich sind oder erfolgreicher sind wie andere, die halt aus dem Gefühl heraus sagen, ja, ich habe ja alles im Kopf, ich weiß das ja, ich muss das ja nicht niederschreiben. Aber im Businessplan muss ich Ihnen sehr viele Fragen beantworten. Da werden Fallstricken, Wissenslücken eben offensichtlich. Und deswegen ist es wichtig, diesen dann auch tatsächlich zu erstellen und regelmäßig wieder aus der Schublade zu holen und anzupassen, weil sich die Umwelt ändert und ich überprüfe, ob meine Planungen, die eben der Realität entsprechen, ob ich anpassen muss. Und dann habe ich eben die Möglichkeit zu agieren und nicht verspätet zu reagieren. Viele Unternehmensgründungen scheitern eben daran, dass sie von Dingen überrascht werden, die sie hätten vorhersehen können, wenn sie mit entsprechenden Planungswerkzeugen wie dem Businessplan gearbeitet hätten.